Prototyp Katja Krasavic, Director's Cut. Viele lieben sie, aber auch viele hassen sie. Es gibt zwei Theorien, wie sie entstanden ist. Eine davon ist diese Theorie. Ey Katja, ja. Wir brauchen Geld. Ich weiß, Mann. Mach mal YouTube, stell dich dumm, lispel. Aber ich hab doch Abitur, 7-mal abgeschlossen. Ist egal. Die zweite Theorie ist, dass Katja Krasavic eine Bombe bekommen hat und deswegen redet sie so, wie sie redet. Ach. Oh. Entschuldigung, ein bisschen. Das Outfit von Katja Krasavic ist eigentlich nackig sein, aber sie zeigt sehr, sehr gerne ihre Körperpartien. Aber ihr größtes Merkmal ist natürlich ihre Aussprache. Und Katja Krasavic weiß, wie sie Männer verführt. Diese Katja Krasavic. Mich kann sie nicht um die Finger wickeln. Sie kriegt mich auf jeden Fall nicht. Ich habe viel mehr Klasse und ich liebe dich, Katja. Katja, ich liebe dich. Und was sind eigentlich ihre Lieblingsaktivitäten? Ich glaube, Lippen aufspritzen und vielleicht auch ein bisschen Botox oder vielleicht beides gleichzeitig? Siehste, wieder ein bisschen Botox. Schatzi, du hast doch schon Schlauchbootlippen. Siehste, du weißt, ich will Zeppelin-Lippen. Aber was man Katja Krasavic anmerken muss, sie zeigt auch ihre Liebe ihren Fans. Oh, das war richtig Schmecker, Mann. Genussverhältnis mit dir ist Bombe. Können wir noch aber ein Selfie machen? Ja klar, Marcel. Okay, cool. Hallo meine süßen Mäuschen. Heute sind wir beim Therapeuten und ich zeige euch jetzt mal, was wir so machen. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, Frau Krasavic, Sie haben ein Problem mit den Lispeln, stimmt das, ja? Das stimmt. Wir wollen das Problem wegkriegen, sagen Sie. Ich gebe Ihnen einen Tipp, was Sie da machen sollten. Halt deine Schnauze! So, dann haben wir das auch geklärt. Super, Sie können dann gehen. Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Dr. Hammerschmidt. Ich bin der Therapeut von Katja Krasavic. Liebe Freunde, hört auf, sie zu haten. Nicht das, was ihr in den Videos seht, ist wirklich Katja Krasavic. Sie hat viele Probleme, und zwar ihr Lispeln. Sie kann nichts dafür. Und ihre großen Lippen werden als Airbag benutzt für die meisten Autos. Deswegen lacht sie nicht aus. Sie ist auch nur ein Mensch wie wir. Bloß mit viel mehr Plastik und viel mehr Botox. Euer Arzt, Dr. Hammerschmidt. Wenn Sie Probleme haben, melden sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Jo Leute, kurz mal Real Talk. Ja, auch du sollst über dich selbst lachen können. Wenn jemand einen Witz macht oder wenn jemand über dich lästert, scheiß drauf. Du weißt doch, was die Wahrheit ist. Aber Katja Krasavic, auch du sollst über dich selbst lachen können. Oder ein Barry sollte auch über sich selbst lachen können. Deswegen, alles, was ich hier mache, ist nur pure Comedy. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Laune zu haben. Also, Leute, Bodyformers. Aber das Video habe ich trotzdem ernst gemeint. Spaß.